Ich hab's verkackt, ich weiß. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Lass mich gehen, dann werde ich für immer verschwinden. Nein. Niemand wird mich je wiedersehen. Niemand muss wissen, dass ich lebe. Komm schon, lass mich gehen. Nein. Ich werde dich nicht töten, aber du verschwindest lieber für immer von der Bildfläche. Augengreifen. Es ist keine Option. Ich bin hier, um dich zu töten. Nein. Ach, du meine Güte. Keine Angst, niemand wird mich je wiedersehen. Ich schwör's. Wenn ich die Nummer sehe, bist du tot. Okay, dann haben wir auch schon die Aufgabe abgeschlossen tatsächlich. Das ging ja doch relativ fix, außer wir müssen gleich noch was mit der Security machen. Dann könnte es noch ein kleines Problem werden. Naja, denke nicht. Ich hoffe, er kommt nie wieder. Erstmal näher am Bildschirm, oder was heißt am Bildschirm ran. Ich wollte doch eigentlich... Warte mal, hä? Bin ich wieder verwirrt. War das nicht hier hinten? War das über mir? Ah, warte mal, hier komme ich ja... Doch, theoretisch. Haha. Nein. Also, dass der zweite Sprung hat nie so viel Energie, nie so viel Kraft wie der erste. Warte mal, wo bin ich denn hier? Ist das nicht hier Dings, wo ich mir dachte, das hier aussieht wie ein Regime? Ach, hier Aurora. Nein. Nö, danke, will ich nicht. Danke, ciao. Brauche ich jetzt nicht, will ich nicht. Könnte behalten. So, dahin wollte ich hin. Wenn sich die Gangs heute mal nicht umbringen, könnte das ein guter Tag werden. Dann gehen wir doch mal zu der Catherine. Hieß die so? Ja, doch, das ist sie. Ja, doch, ich bin einfach nur falsch gelaufen. Dahin ist er ja. Ja, darf ich eintreten? Danke. Ich will nur die Wahrheit wissen. Bitte sag mir alles, was du weißt. Ich will alles hören. Es könnte aber sehr schmerzhaft sein. Dein Mann wurde ermordet. Ein Security Officer hat dir die Sache vertuscht, um den Mörder zu schützen. Lügen, der Tod deines Mannes war ein Unfall. Ich wusste es. Ich wusste, dass sie gelogen haben. Die ganze Geschichte ergab keinen Sinn. Die Neon Security. Wie können die nachts schlafen? Als wäre das Leben meines Mannes wertlos gewesen. Hast du den Mörder meines Mannes gefunden? Was ist mit ihm passiert? Da werde ich lügen. Ich habe mich um ihn gekümmert. Der Mörder heißt Rusty. Hat ihn Thomas je erwähnt? Rusty. Das war einer dieser Arbeiter bei Genadyne. Hat ständig Ärger gemacht, gestohlen, randaliert, all sowas. Das war ein übler Haufen. Mein Mann hat sich immer um die Störenfriede gekümmert. Er kannte Rusty und seine sogenannten Freunde. Diebstahl und Randale sind das eine. Aber Mord? Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt. Was hast du mit Rusty getan? Ich habe mich um ihn gekümmert. Naja, die Details sind nicht so wichtig. Hauptsache, er hat für seine Tat bezahlt. Mhm. Und wegen der Security... Hast du herausgefunden, wer die Sache verwischt hat? Er hat mir keinen Namen genannt. Tut mir leid. Mehr kann ich nicht mich für dich tun. Nein, ich bezweifle, dass es so gut für uns enden würde, wenn wir uns mit der Security anlegen. Nein, ich bezweifle, dass es gut für uns... Ach so, ja. Ist vielleicht am besten so. Ja. Die Security ist gefährlich. Immerhin kenne ich jetzt die Wahrheit. Das genügt. Irgendwie bin ich jetzt... Erleichtert? Nein, das trifft es nicht. Ich bin bloß froh, die Wahrheit zu kennen, auch wenn sie meinen Mann nicht zurückbringt. Ohne dich hätte ich die Wahrheit nie erfahren. Hier sind einige Credits für dich. Danke. Credits entgegennehmen. Danke, freut mich, dass ich helfen konnte. Ich will dir für alles danken. Außer dir hatte mir in dieser Stadt niemand Güte gezeigt. Da ich jetzt die Wahrheit kenne, kann ich nach vorne blicken oder es zumindest versuchen. Mhm. Das ist mehr wert, als du vielleicht denkst. Ich danke dir aus tiefstem Herzen. 4800, lull stark, yay, freut mich. Wie sollst du weg Terra zurückkehren? Machen wir doch jetzt mal die Aufgabe. Dann haben wir die nächste Aufgabe abgeschlossen, sehr schön. So, dann wollen wir doch mal zu Vectera gehen und mal gucken, was sie denn von mir möchte. Kann es sein, dass die Kästen auch rumbacken, weil ich so viele angenommen habe?
Ist das ein möglicher Grund, warum die Questen so herumbacken gefühlt? Möglich, ja, weiß ich nicht. Erstmal zu Vectera. Mal gucken, was sie uns sagen kann. Ich glaube, die meisten Aufgaben jetzt schon sehr lange nicht mehr hier gemacht. Neon war ich auch schon eine Ewigkeit nicht mehr. Leute, ihr steht mir im Wege. Geht mal zur Seite. So, Vectera ist da hinten. Kehren wir mal zu ihr zurück oder ihm. Und gucken mal, was sie uns noch so weiter sagen kann. Was? Lounge? Leak? Lounge? Was? Banane. Ach, das ist der Erz hier. Ja. Schön, dass du vorbeischaust. Clever McCain hat angeboten, deine Schulden bei Steltkorb zu bezahlen. Oh, wirklich? Wie gütig von ihr. Aber das kann ich nicht annehmen. Den Kredit zu begleichen ist meine Aufgabe. Wenn das nicht geht, ist es nun mal so. Bro, du hast hier auf einer Wasserinsel eine Erz-Job aufgebaut und jetzt sowas? Willst du mich eigentlich komplett hops nehmen? Lies das, vielleicht änderst du deine Meinung. Ach ja? Lass mich sehen. Oh, davon habe ich nichts gewusst. Ich dachte, sie mag mich nicht, weil sie so reserviert ist. Darum schickte ich Vertreter, um meine Schulden zu verhandeln. Oh, sie mag dich eindeutig. Du tust dir einfach nur leid. Oh, schon gut. Gibt Menschen, die haben einfach keinen Radar für so etwas. Ja, manche Leute sagen, kein Fels auf Woli sei so stumpf wie mein Schädel. Doch zum Glück für mich konnte Miss McKenna unter die Oberfläche sehen. So oder so hast du mir geholfen. Und dafür danke ich dir. Sag Miss McKenna, ich meine Chloe, ich nehme ihr Angebot an. Na, das ist doch super, gut zu hören. Ich würde gerne sehen. Ja. Werden deine Gefühle von Clover erwidert? Vielleicht bringe ich jetzt den Mut auf, ihr meine Gefühle zu beichten. Ich weiß, man soll Geschäftliches und Privates nicht vermischen, doch es gibt Ausnahmen. Ja, das würde man sagen, das ist auch absolut richtig, ne? Gut, dann... Ich wünsche dir einen ganz fantastischen Tag. Und das wünsche ich dir auch, Vielen Dank. Jo, alles klar. Gut, dann haben wir die nächste Aufgabe erledigt, nehme ich an. Ich denke... Wenn du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Jo. Okay, dann müssen wir jetzt noch zu Clover zurückkehren. Machen wir das eben. Ich will mal ganz kurz bei... Was ist denn hier? Achso. Ich will mal ganz kurz bei was reinhören. Ja, das hört sich gut an. Das gefällt mir. So. Dann kehren wir doch einfach mal zurück und gucken, was Clover zu dem allem sagt. So. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Nein, habe ich nicht. So, Clover war hier hinten. Wir müssen ja immer noch mit dem einen sprechen, wo meine Quest ein bisschen, oder wo die Aufgabe generell rumbackt, weil ich anscheinend jetzt nicht mehr, wo finde ich Clover, in welcher Etage? Das ist doch schon wieder nie. Einfach nie. Guck mal, ich habe eine ganz andere Quest eigentlich markiert, das ist doch, uff, wir gehen mal hier hin. Ich habe keine Ahnung, wo ich sie finde. Ich habe da was für dich gefunden. Clover? Was ist das? Ach so. Ich lasse hier gern ein bisschen Dampf. Ach, eine Shooting Range hier. Okay, das wäre ein bisschen. Clover? Hast du hier was zu suchen? Ja, ich suche Clover. Was? Hallo? Ich arbeite hier. Stuhl. Lässt du mich jetzt arbeiten? Oder willst du mich weiter? Ja, zickt ja alles rum. Ich suche eigentlich Clover. Ich weiß nicht, wo sie ist. Oh. Oh, die sieht. Sehr schön. Und darf ich mir eigentlich ausleihen, um zu testen? Ne, da steht gestohlen. Okay, ich hab Rot gerade gesehen. Schade. Können wir mal hier hin. Wir suchen jetzt aber jede einzelne Etage ab, bis wir Clover gefunden haben. Bist du Clover? Nein. Hallöchen. Clover? Clover? Hallo, ist hier jemand? Da ist noch eine Tür. Ich habe bald eine Abgabe. Das ist schön. Ich suche Clover. Weiß jemand, wo sie ist? Nee, ne? Schade. Da ist Selko wahrscheinlich. Da müssen wir wahrscheinlich hin, oder? Wenn du kurz Zeit hast, habe ich was. Natürlich. Hallo. Clover. Hi. Was möchtest du haben, Liebchen?
Subo meinte, du dürftest seine Schulden bezahlen. Fantastisch. Ich hatte schon Angst, er würde das falsch verstehen. Fast. Dass du ihn überzeugt hast. Ich werde die Zahlung an Saburo unverzüglich in die Wege leiten. Hoffentlich verzeiht Vater die Verspätung. Und wenn nicht, kann ich ihn entschädigen, sobald er in Rente geht. Vielen Dank jedenfalls. Hier, für deine Mühen. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank. Ich brauche 1645 Erfahrungspunkte. Gut, habe ich jetzt hier noch irgendwas offen? Ich würde ganz gerne mal alle Missionen, die ich jetzt hier noch so habe, ansonstiges, einfach mal bitte erledigen. Schöne Geheimnisse. Werner bat mich, seine verlorene Datenslate zu finden. Er war zuletzt bei Terrorbrew Whetstone im Wellberg-Gebäude. Da sollte ich nachsuchen. Das kann ja lustig werden. Wo finde ich ein... Wo soll ich denn das jetzt finden? Sprich mit Frank Rennick. Das ist keiner dieser Aufgaben. Auch nicht hier. Die wird mir schon wieder nicht blau angezeigt, ne? Es ist doch schon wieder... Sag May, dass du beim Red Mile antreten möchtest. Nein, das wollte ich jetzt gerade eben nicht. Reise nach... Warum soll ich da hinreisen? Tun wir das einfach mal. Hier nutzen wir zum Glück nicht so viel Treibstoff wie in MNS. Aber selbst da... Du, ich bin die Mantis. Willst du mich wirklich angreifen? Guck mal, ich weiß nicht, ob du das möchtest. Körperding ist tief beschädigt. Ich weiß nicht, ob du das... Oh, warte mal, ich hab ja... Ich hab eigentlich verlassen, du... Oh, ich hab noch ein bisschen, ne? Sechs Piraten, Alter. Geht mal nach Hause, ja. Oh, Kamera. Hallo. Ärgerlich, ne? Oh, da ist noch einer. Warte mal, den muss ich erst machen, bevor ich... Wo ist er denn? Oh, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Warum greift ihr mich alle an? Es sind auch noch zwei, ne? Sind die Schilder ausgefallen? Das ist ja ärgerlich. Guck mal. Das ist eine Lüge. Die haben doch noch. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen... Ich bin gleich staunen, ne? Also warum kommen auf einmal so viele? Nein, ich bin gestorben. Warum waren das auf einmal so viele? So, ich war noch nicht mal voll, ich habe die nicht repaired, ich war auch nicht darauf eingestellt, dass ich jetzt hier irgendwie was angreifen muss. Das ist jetzt ärgerlich. Okay, ich glaube, da muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren, weil ich denke mal, dass ich wieder in dem gleichen System bin und das wird gleich nochmal... Nein, ich habe... Oh no. Was möchtest du? Clover McKenna steht fantastisch. Wir haben jetzt alles überspringen. Und vielen Dank. Gar kein Problem. Wir haben jetzt eigentlich auf Mission geklickt und welche haben wir uns angesehen? Keine davon, ne? Wir speichern jetzt einmal, damit wir das nicht gleich nochmal machen müssen. Das machen wir gleich. Wo waren das jetzt? War das hier? Doch, das war hier, ne? Genau. Bevor ich das tue, gehen wir erstmal ganz kurz das Raumschiff reparieren. Es ist ja ganz gut, dass wir hier sind. So müssen wir wenigstens, so müssen wir jetzt wenigstens nicht mit dem gleichen HP da nochmal in diesen Kampf hineingehen. Machen wir gleich, Sarah, okay? Ich meine, welche Ansprecher hast du eh nichts für mich. Ich bin da immer ein bisschen... Ach nee, guck mal, ist ja gerade... Ah, guck mal, das ist doch gerade... Markiert. Es ist markiert, ich bin begeistert. Es hat mal funktioniert. Ich glaube, ich hatte einfach wirklich so viele Sachen auf einmal angenommen und wollte erledigen, aber anscheinend hatte das Spiel nicht so ganz registriert. Naja. Ach, da unten, guck mal. Ich glaube, ich hatte einfach zu viele Questen. Ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. Oh, nö.
Man verliert wirklich nur wirklich wenig Leben, deswegen renne ich jetzt hier durch. Man fällt auch nicht in Ohnmacht oder so. Hi. Ja, einmal. Ja, ja. Du konntest noch landen? Das ist richtig. Danke. Hi, tschüss. Wir müssen da unten hin, weil da müssen wir was machen. So, ich würde ganz gerne heute mal, wie gesagt, jede kleine Nähmission, die ich habe, mal machen. Ganz gerne in diesem kleinen 3 Stunden, die ich jetzt spiele insgesamt. Und gucken, dass ich so viel wie möglich davon schaffe. Hi. So, was ist das? Uff. Eingehende Ressourcen. Ich kann ja gar nichts gerade machen, ne? Benötigte Baumaterialien. Antimon. Ja, ich kann da leider gerade wenig tun. Dieser Frachtling ist aktuell. Okay, der ist mit keiner verbunden. Das heißt, ich brauche so einen Frachtling auf meiner Dings oder wie. Kann ich denn? Oder sehe ich gerade hier? Nee, sehe ich gerade nicht, ne? Außenposten. Da muss ich wirklich auf dem Außenposten sein. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt trotz dessen erstmal das andere, bevor wir jetzt gleich das machen. Weil wir müssen tatsächlich wieder... Da müssen wir auch noch hin, ne? Begeblich. Aber erstmal machen wir das hier. Springen da einmal hin. Machen jetzt nochmal diese Piraten. Bevor die uns jetzt gleich... Die Flucht ist einfach nicht das Wahre. Level 8 diesmal? Waren die nicht gerade schon Level 16 oder so? Feindlicher Nahvertrieb ist schön beschädigt. Uff, das war knapp. Guck mal. Ja, das haben wir da schon mal ganz gut geschafft. Kann ich eigentlich hier auswählen? Ja, hier kann ich auswählen. LOL. Okay, das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher. Ach, und so kann ich wahrscheinlich auswählen, dass ich ja nicht sie... Kenta möchte, schieße bei dir hier zum Beispiel hin. Ah, jetzt verstehe ich das mittlerweile. Genau, kann ich hier sagen, guck mal, Antrieb und dann schießen auf Antrieb, ne? Aber okay, brauchen wir nicht. Oh, okay. Ja, da war ich jetzt ein bisschen... Okay, wir werden jetzt einfach anscheinend erledigen. Ich war jetzt gerade ein bisschen fokussiert, weil ich wissen wollte, wie ungefähr das funktioniert. Aber ich glaube, wenn ich einen Antrieb mache, kann ich die sagen. Okay, den habe ich gerade ein bisschen zu lange gesetzt. Das war er... Und die haben mein Schild schon fast down, ne? Die haben mein Schild schon fast down, das ist nicht gut. Okay, das war... Wir haben ihren Nahvertrieb zerstört. So. Ein schneller, sauberer Kill. Ja, ach, die Fürst, die mich hier angreift. Ah. Gut zu wissen, tatsächlich. Uff, mal ganz kurz nachladen. Oh, Level 20, was? Wo ist sie denn? Ja, darf ich sie wieder erstmal sehen, bevor sie weiter auf mich schießt? Uff, Digga, die macht ja Damage. Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht. Okay, das ist actually schwierig. Ich dachte, ich bin mit dem Schiff jetzt ein bisschen besser dran, aber vielleicht bin ich auch einfach nur Kacker. Okay.
Wie kann ich die denn besser ausweichen? Zerstöre die Patrouille. Ah, okay, das ist sogar die Aufgabe. Mein Problem ist einfach nur, wenn ich hier halt 20er Schiff irgendwie versuche zu bedaunen. Ich habe keine Energie. Macht die Sache ein bisschen schwieriger. Nichts Persönliches, aber ich schalte dich aus. Was kannst du machen? Ich habe damit echt kein Problem, du. Oder probieren. Jo, warum ist hier so weit weg? Jetzt haben wir nur noch das eine Problem, dass wir laden jetzt mal ein bisschen auf. Oh ne, warte mal, das ist gut. Bruder, darf ich mich bitte, Alter? Lass mich doch bitte erstmal drehen, bevor irgendwas passiert.